Sabrina Mockenhaupt, kurz vor dem Abflug nach Peking. Deutschlands beste Langstreckenläuferin, für die Olympischen Spiele als einzige Deutsche für zwei Langdistanzen qualifiziert. Dennoch wird sie auf den Start beim Olympischen Marathon verzichten. Die Konzentration liegt auf der 10.000 Meter Strecke. Ja, in Peking werden die Luftverhältnisse und Wetterverhältnisse ja nicht so optimal sein. Ich denke mal, da wird jeder Langstreckler so seine Probleme haben oder auch nicht. Und da denke ich mal, je kürzer die Langstrecke ist, desto besser. Die 10 Kilometer. Schon bei den Spielen 2004 in Athen hat sie diesen Wettkampf bestritten. Damals wurde sie 15. In Peking zu den besten 8 zu gehören, das wäre ein Traum. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Ihre Ziele für Peking. Also ich hoffe natürlich besser abzuschneiden als in Athen, aber wird auch sehr schwierig. Also es gibt ja viele Doppelstarter, die 5.000 und die 10.000 laufen, aber die 10.000 sind natürlich am Anfang und da sind halt alle noch ganz schön fit. Ich hoffe halt, dass das Glück auch auf meiner Seite ist und dass jeder Tag jetzt Richtung Peking noch besser wird. Die Olympischen Spiele in Peking. Akribisch hat sich Sabrina Mockenhaupt darauf vorbereitet. Für die Läuferin ist es die zweite Olympiateilnahme. Die Erwartung ist entsprechend groß, aber es ist eine Reise ins Unbekannte, Reich der Mitte. Meine DLV hat uns schon ein bisschen sensibilisiert, was so auf uns zukommen könnte. Da ist man, geht man doch mit gemischten Gefühlen da in die Richtung. Mal schauen. Ja, man ist schon neugierig, wie das so alles wird. Ist ja halt nicht so europäisch. Bedingungen, die für alle Athleten gleich sind. Aber 10.000 Meter bleiben auch in China 10.000 Meter. Ihre Fans wird es freuen. Der Startschuss fällt am 15. August zum deutschen Feierabend um 16.45 Uhr. Und falls sie eine Platzierung unter den besten 8 verpasst, zu Hause werden Sabrina Mockenhaupts Autogramme gefragt bleiben.